Let's go! Lorenz. Mach mal was gegen dieses ganze viele Aua hier. Achso, ihr seid größere Vollen, deswegen seid ihr so aggressiv. So heftigst aggressiv. Au, das war Alof. Following your lead. What? Yes. Following your lead. So, du heißt mal Palegina. Um 20%, das wird sie wieder in den grünen Bereich bringen, hoffe ich mal, jo. Ja, da sieht noch ganz gut aus. Oh, das ist halt ziemlich gut. Was ist das? Arcada-Dämpfer. Ja. Ah. Mhm. Okay. Ja, um das Tor zu öffnen, da muss ich mich wohl erst um die Räumlichkeiten hier kümmern. I'll see what I can find. Oder auch nicht. Okay. Das ist ziemlich alter Schnuck, den ich da gerade aufgesammelt habe. Ja, nein. Oder was ist das da? Die Treppe nach unten. Ich würde aber gerne wissen, was passiert, wenn ich hier die Maschine aktiviere. Sie hat doch sicherlich auch irgendeinen höheren Sinn. Let's go. Let's go. Außer, dass ein Haufen Fäule wiederkommt. Wasserfall, die ist nicht gerade sehr heftig. Also ich muss sagen, Regenfäule ist irgendwie am harmlosesten. Ah, Sumpfschleim. Das hatten wir ja schon lange nicht mehr. Sumpfschleim war, soweit ich weiß, gut darin auszuhalten, aber nicht auszuteilen. Oder sie waren magisch empfindlich. Gucken wir mal. Ja, Magie vertrage ich auf jeden Fall nicht. Nö, Magie vertragen sie wirklich nicht gut. Okay, der ist schon mal tot. Dann machen wir den noch vor unserer Nase tot. So geht das jedenfalls schneller, als wenn die drei da nur drauf haben. So, weg ist das Problemchen. War sogar Geld und Kristalle mit dabei. I shall be discreet. Was haben wir hier versteckt? Geld? Ich habe das Regenprisma verloren. Prisma. Und jetzt ist das Ding aktiv. Gut. Ach so, da ist jetzt eine Regenfäule drin und die sieht uns, okay. Nice and quiet. Da über der Tür Aufseher Gabranos. Wir haben es gefunden. Ah. Let's go. Hören wir erstmal die restliche Fäule hier los.
Es ist gut, dass wir uns hier noch umgeguckt haben. Au. Wobei der Aufseher klingt nicht so, als ob wir ihn auf die leichte Schulter nehmen sollten. Deswegen Quick Save, bevor wir da reingehen. Ein Studienzimmer. Krabanus Arbeit muss hier sein, irgendwo. Oh nein. Okay. This was Gabranos. This was the great scholar I was looking for. Das war Gabranus. Kann er schon auf den Haufen seiner Knochen nehmen ab. Das war der große Gelehrte, nach dem ich suchte. Du sagtest, dass er die Elemente kontrollierte. Sieht so aus, als hätte er das dafür eingesetzt. Was von ihm übrig war, zu Lebzeiten war an ihm bestimmt mehr Fleisch dran. Ein schöner Gelehrter, ein Wahnsinniger war er. Nehmen wir mal das Erste. Aber warum? Er ist überall hingereist. Auf zwei verschiedenen Kontinenten fand ich Spuren seiner Arbeit. Und sein Leben endete hier, während er dies tat? War das die Quelle all dieses Wissens? Diese Experimente da draußen? Die Körper? Er war nur ein Mann, das bedeutet nicht, dass du bei dem Rest falsch liegst. Das klingt nach Paladin. Wissen erfordert Opfer, klingt nach einem Medium. Ihr Wissen hat sie nicht gerettet. Dieser Ort hier ist eine Ruine. Nichts in der Welt ist so viele Tode wert. Keiner schüttelt langsam den Kopf. Lass uns diese die Tafel finden und von hier verschwinden. Jo, würde ich auch mal sagen. This can't be it. But the symbols. No. I was so close. Das kann es nicht sein, aber die Symbole. Keiner fährt mit dem Finger über die zerschmetternden Überreste der Tafel. Nein, ich war so nah dran. You can see, there's his name. And these symbols. Virtue. Gods, the rest is too worn away. There must be something, a verse, even a word. Be like under the waves, be wrathful as the sea, anything. Da schau mal, da steht sein Name und diese Symbole. Tugend. Bei den Göttern, der Rest ist schon zu verblichen. Da muss doch etwas sein. Ein Vers oder ein Wort. Seid wie die Wellen, seid rachsüchtig wie das Meer. Irgendwas. Is there really nothing? Not even to explain this. Ist denn da wirklich gar nichts? Nicht mal eine Erklärung hierfür? Keiner sieht sich mit hängenden Schultern im Raum um. Er beugt sich über die zerschmetterten Fragmente und legt die größten von ihnen zusammen. Er zieht sich ein aufgerolltes Stück Papier und einen Holzkohlestift aus den Taschen und versucht verzweifelt ein paar Abdrücke zu erstellen. Kanal, lass es sein, was soll das denn noch bringen? Gibt es einen traurigeren Anblick als einen missmutigen Historiker? Was gibt es da denn noch zu erklären? Du hast doch selbst gesehen, was sie hier getan haben. Vielleicht kannst du einen kleinen Teil davon retten. Reicht es denn nicht, dass du es gefunden hast? Naja, das war wohl reine Zeitverschwendung. Was gibt es denn noch zu erklären? Du hast selbst gesehen, was sie getan haben. Ich dachte, hier würde ich eine Art Erklärung dafür finden, eine Art Rechtfertigung. Keiner seufzt und zeigt seinen Holzkohlestift ab. Für mein ganzes Suchen, Gabranos Arbeit die ganze Zeit. Er lacht düster. The tablet. I might as well bring back an empty piece of parchment. There's no answer here. Er lacht düster. Und hier ist sie also, die Tafel. Ich könnte so genauso gut ein leeres Stück Pergament zurückbringen. Hier gibt es keine Antworten. Die Tafel war hier, außerdem hast du noch den Satz, den du in Xamittel gefunden hast. Du hattest recht, berichte das der Sagenakademie. Aber überleg dir nur, was wir gelernt haben. Wir sind die ersten Leute, die seit 2000 Jahren die so weit hinabgestiegen sind. Egal was auf dieser Tafel stand, dein Volk hat sich das Tanvi Oratoa zu eigen gemacht. Was Gabranos darüber dachte, spielt keine Rolle. Wenn dieser Gabranos die Tafel besaß, dann waren diese Verse vielleicht gar kein Aufruf zur Einigkeit. Das klingt realistisch. Die Ergimitarianer haben sich eindeutig selbst vernichtet. Du solltest ihre Worte lassen, wo sie sind, in der Vergangenheit.
Ein kleines Mysterium ist die Würze im Leben. Wenigstens haben wir ein Abenteuer erlebt. Jetzt kannst du damit aufhören, nach tunigen Veterianern zu graben. Sind wir mal so direkt und nehmen hier. Nehmen wir das mit dem Mysterium. Du hast wohl recht. Kana zögert lächerlich, ja. Wir können uns immer noch vorstellen, was darauf stand. Er soll es. Wenn die Sänger auch nur einen Hauch von Vorstellungskraft hätten. Er steht wieder auf. Zumindest werden einige der Kleckse irgendwann etwas bedeuten. Trotzdem wäre ich froh sein, diesen Ort zu verlassen. Ich könnte etwas Luft gebrauchen. Quest abgeschlossen, Rat der Zeit. Ein schicker Zauberstab. Noch mehr Goldrotprim. Das Erdprisma. Schicker Zauberstab. Frostpeitsche störend. Verursacht bei Treffer. Wenn ich das jetzt noch. Achso, du bist bereits gut. Wenn ich dich jetzt noch außergewöhnlich machen würde, wärst du wahrscheinlich sehr mächtig. Aber nee, erstmal nicht. Gucken wir uns jetzt noch die restlichen beiden Räume an. Dann gibt es zuerst mal den hier. Wahrscheinlich werden wir dort das letzte Prisma finden. Hier sind auf jeden Fall wieder Leute angekettet. Ja, Feuerprisma. Jetzt haben wir wenigstens alle drei Prismen noch, die wir brauchen. Also, wo sind sie denn? Jo. Eins haben wir ja schon verbaut. Und dann hoffen wir einfach mal, dass wir irgendwas Interessantes finden. Schade, hier gibt es auch keine Treppe nach oben. Naja, wird wohl nicht nötig sein. Hoffentlich auf der nächsten Ebene. Windfäule, ja. Und wieder Geister. Okay, ich glaube, Windfäule ist mit Abstand das Gefährlichste, was hier rumfliegt. Ja, Geister sind weg. Windfäulen sind weg. So. Loris ist auch leicht verletzt. Da ist das Podest. Da ist das Windprisma jetzt drauf. Dann gucken wir mal kurz, ob hier auch irgendwo wieder ein Secret ist. Sieht aber. Na doch. Ist da wieder nur Geld drin? Nein, wieder zwei Granaten. Okay. Dann stecken wir noch in. Da haben wir rein und jetzt müssen wir noch in die beiden. Die Prismen reinstecken. Da sehen wir, werden wir ja gleich sehen, was passiert. Weil ich finde es auch ein bisschen komisch, dass wir einfach so die Tür öffnen konnten. Entweder sind die für was anderes gedacht. So, Feuerprisma. Und bevor wir jetzt das Erdprisma noch reinlegen, wird gespeichert. Nicht, dass ich hier jetzt einfach die so Erdfäule, also Elementarfäule-Maschinen anschmeiße, die hier ständig nur Elementarfäulen produzieren. So. Was hat das jetzt genau gebracht? Ich
Ich habe alle drei Maschinen aktiviert. Oder? Alle vier. Ja. Schlüssel habe ich keinen mehr. Ich war echt der Meinung, das hat was mit dem Türmechanismus da zu tun gehabt. Ja, aber scheinbar nicht. Scheinbar passiert einfach nichts. Warum auch immer.